Ja, so kann der Sommer schmecken, mit einem richtig leichten Kartoffelsalat ohne Mayonnaise, ohne lange in der Küche zu stehen, einfach nur genial lecker. Hierzu starten wir mit Kartoffeln, die einmal schälen, in Scheiben schneiden und dann im Varoma verteilen. Den Rühraufsatz drunter legen, der sorgt nämlich für mehr Dämpfe. Noch ein bisschen Salz drüber geben und jetzt geht's an die Zwiebel. Die Zwiebel einmal kurz klein machen, dann mit etwas Öl andünsten und dann ablöschen, das Ganze mit Gemüsebrühe, also Wasser und Gewürzpaste oder Gemüsebrühe. Die Kartoffeln aufsetzen, nach 30 Minuten sind sie perfekt. In der Zwischenzeit, wo die so ein bisschen abkühlen, die Radieschen in Scheibchen schneiden. In dünne, schöne Scheibchen. Super, so sehen die richtig aus. Dann den Sud der Kartoffeln peppen wir jetzt noch ein bisschen mit Kräuteressigöl und Senf auf. Jetzt wird das Ganze einmal kurz gemixt. Die Radieschenscheiben geben wir zu den Kartoffeln und den Sud oder das Dressing geben wir zu den Kartoffeln. Die Kartoffeln saugen das noch richtig schön auf. Ein Kästchen Kresse habe ich zugegeben, ihr könnt aber alternativ Schnittlauch verwenden. Jetzt noch mit ein bisschen Pfeffer das Ganze gut miteinander vermischen, kurz durchziehen lassen und ich sag's euch, lecker!